Und. Ja, soziale Reproduktion betrifft uns alle. Das ist so ein bisschen so ein Aufhänger von uns, weil wir eben ja auch davon ausgehen, dass alle Menschen in dieser Gesellschaft irgendwie soziale Reproduktion bedürfen. Also alle Menschen sind mal krank, viele Menschen haben Kinder, alle Menschen werden mal alt. Also so gesehen betrifft soziale Reproduktion einfach alle Menschen. Ja, das ist der ganze Bereich. Also ich bin Vater von zwei Kindern, die ich Teilzeit alleinerziehend mache. Ich mache den Haushalt dabei, arbeite in der Pflege und Reproduktion ist Großteil meines Lebens. Und wenn ich mir Care die unterschiedlichen Bereiche anschaue, was für unser Leben, für unser aller Leben wichtig ist, dann zählt Erotik und Sexualität auch dazu. Also angefangen von Körperlichkeit, Streicheln, angenommen, respektiert zu werden, bis hin zu Sexualität in seinen unterschiedlichen Formen. Weil traditionell sind ja diese Bereiche oder diese Arbeiten auch eher so klassische Frauenarbeitsbereiche. Also die soziale Reproduktion ist ja sozusagen mal getrennt oder abgespalten worden von der Produktion oder der Produktionssphäre. Und deswegen sind es ja zum größten Teil Arbeiten, die eben privat und unsichtbar zu Hause stattfinden. Oder wenn sie eben in Form von Lohnarbeit stattfinden, sind sie in der Regel schlechter bezahlt als andere Lohnarbeiten aus anderen Bereichen. Und auch in anderen Bereichen sind diese Arbeiten auch sehr stark rassistisch durchzogen. Aus der Perspektive der Subjekte, das ist eigentlich die, die uns auch bei der Konferenz am meisten interessiert, ist es so, dass durch die letzten Jahrzehnte neoliberalen Kapitalismus verschiedene Veränderungen zu beobachten sind. Ich sage jetzt mal ganz grob Stichworte, Abbau öffentlicher Einrichtungen, Privatisierung ehemals sozialstaatlich geregelter sozialer Dienstleistungen vor allen Dingen. Also wir beobachten sozusagen eine Situation, in der im Grunde die wichtigen Voraussetzungen zum Leben, dass die eigentlich so zusammengeschrumpft werden, dass die Leute zum Teil wirklich einfach im Alltag in die Krise geraten. Es sei denn, sage ich immer, wir greifen dieses System an, indem wir halt versuchen, Wirtschaft und Gesellschaft aus unseren grundlegenden Lebensbedürfnissen herzugestalten, aus der Perspektive von Sorgen und versorgt werden und nicht nur zu gestalten, sondern zu revolutionieren, deswegen auch der Begriff Care Revolution. Wir. Genau. Wer ist wir? Das war im Vorfeld eine Kritik von uns an dem Resolutionsentwurf, dass ein sehr großes Wir gibt, wo noch gar nicht genau klar ist, ob wir alle die gleichen Interessen haben oder vielleicht sogar konkurrierende gegensätzliche Interessen. Also wir glauben schon, dass das sich klären lässt und dass es durchaus gemeinsame Interessen gibt, die liegen aber nicht auf der Hand. Und bevor das große neue Wir entsteht, gibt es, glaube ich, erstmal viel Diskussionsbedarf. Politischer Hintergrund war, dass wir seit vielen Jahren eigentlich sehen, dass es unheimlich viele Kämpfe in diesen Bereichen gibt. Also Auseinandersetzungen um Wohnen, aber eben auch viele Auseinandersetzungen rund um Gesundheit und Pflege. Und wir haben halt so diesen Eindruck gehabt, es gibt überall diese kleinen Auseinandersetzungen, aber irgendwie beziehen die sich nicht aufeinander als ein gemeinsames, als eine gemeinsame Bewegung. Das war im Grunde die politische Idee, zu sagen, die einen, die denken, sie kämpfen für Pflege und die für Wohnen und die für Bildung. In Wirklichkeit kämpfen sie eigentlich alle für eine bessere soziale Reproduktion. Und heute sind es über 60
tatsächlich Gruppen, die den Aufruf und die Konferenz als Kooperationspartner unterstützt haben. Und bei 400 Anmeldungen mussten wir letzte Woche die Liste schließen, weil die Räumlichkeiten das einfach nicht mehr hergegeben haben. Also das ist ziemlich beeindruckend, auch für uns ziemlich beeindruckend und zeigt, die Zeit ist reif für eine Care Revolution. Also eine Care Revolution, das wäre eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse, ganz basal. Also wirklich ein gutes Leben für alle weltweit. Also ich bin von Care-Arbeit im Sinne von Anerkennung. Eine andere Form von Care, die weniger behütend ist, sondern eher den Bekehrten von Kirchen als verwendetes Gegenüber. Dass es einfach gesellschaftlich noch akzeptierter wird, dass klar wird, wie wichtig diese Care-Arbeit ist und wie alles zusammenbrechen würde, einfach wenn die nicht mehr gemacht werden würde. Ich bin erst schon mal beeindruckt, wie viele Leute hier sind, wie breit das aufgestellt ist. Und ich glaube, dass das wie eine Welle weitergeht, dass sich verbreitert, dass es regional Gruppen geben wird und dass irgendwann alle Leute sagen, okay, ne, die reproduktive Arbeit ist da, sie hat einen Wert, den wollen wir jetzt einfach ihr auch zugestehen. Und dafür machen wir einen Anfang. Also wenn wir es schaffen, diesen Spirit, der heute da ist, oder diese Aufbruchsstimmung über die nächsten 2 Tage mithin fortzutragen und dann auch noch zu gucken, wie können wir in Zukunft weiterhin vernetzt bleiben und wann können wir uns wieder treffen und wie können wir das auch in konkrete politische Forderungen münden lassen, das fände ich ziemlich ideal. Ich glaube auch, dass diese direkte Verbindung und miteinander in Auseinandersetzung zu kommen und auch morgen finde ich schon gut, wenn wir auf die Straße gehen auch, also so als Konferenz, Aktionskonferenz, dass ich glaube, dass das schafft Realitäten und Erfahrungen miteinander. Und das alleine würde ich jetzt schon mal als eine ganz hohes Gut oder eine tolle Sache sehen. Von Windeln wechseln bis zum Rollstuhl schieben ohne Lohn. Es füllt mich aus und dennoch ist mein Konto immer leer. Ist meine Arbeit gar nichts wert? I do care. Ich habe mich mit unbezahlter Pflegearbeit schon öfter auseinandergesetzt, vor allen Dingen im Zuge des bedingungslosen Grundeinsingens. Das ist ein Theaterstück von mir. Und da ging es natürlich auch darum, wie können wir ein besseres Leben schaffen, das für alle irgendwie gerechter ist und die ganze Arbeit, die unbezahlt ist, damit quasi wertschätzen. Wir haben uns Mühe gegeben, alle diese Anliegen, die hier vertreten sind, zu integrieren. Und vorab aber nochmal unser Eindruck von dieser Diskussion ist, dass die Idee so einer Resolution eine breite Zustimmung findet. Deswegen haben wir daran festgehalten und tragen die hier wieder rein. Zum Abschluss der Konferenz verständigen wir uns auf gemeinsame Thesen und Forderungen, auf deren Grundlage wir in einem Netzwerk Care Revolution e.V. auch in Zukunft weiterarbeiten werden. Ja, es gibt Diskussionsbedarf, analytischen, politischen, strategischen Diskussionen, den auch die Resolution nicht leisten kann. Also wie gesagt, die Diskussion fängt an und ist nicht beendet. Dann stelle ich jetzt noch einmal die Frage zum Beten. Nehmen wir die Resolution hiermit an? Los geht's!
Um für alle diese Forderungen zu streiten, haben wir uns aus unterschiedlichen Erfahrungen, beruflichen Hintergründen und politischen Spektren zusammengefunden. Eine Care-Bewegung muss Anliegen knüpfen und Kräfte bündeln. Für die Care Revolution. Ich wünsche mir, dass die Konferenz nur der erste Schritt von einem wirklich mittelfristigen, langfristigen Prozess ist und dass dort sozusagen zum ersten Mal jetzt diese ganzen Leute zusammenkommen und dort gemeinsam beschließen, dass das nicht das letzte Mal ist, dass sie zusammenkommen wollen und dass daraus irgendwie so ein Funke überspringt, sag ich jetzt mal, zu sagen, die Situation ist so, dass wir einfach jetzt gemeinsam was dagegen tun müssen. Das wäre mir das Wichtigste, dass wirklich jede Person und jede Initiative danach heimfährt und mit neuem Elan an die eigenen politischen Aktivitäten geht und auch mit neuen inhaltlichen Ideen, die sie vielleicht weiterdenken können und auch mit neuen Aktionsformen, die sie einbringen können, zu Hause auch in ihren regionalen Verbünden, um eben kräftiger und stärker zu werden. Denn nur wir können es verändern. Von allein, das wissen wir, glaube ich, alle, tut sich nichts. Ba ba bail ba ba bam ba ba bailey ba ba.